Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich wollte ja in der letzten Folge eigentlich schon nur so ein paar Prozessoren mal hergestellt haben. Habe ich immer noch nicht geschafft. Könnte ich jetzt aber eigentlich mal auf die Schnelle machen. Aktuell sind zwei Dinge noch gewesen, die mir geschrieben wurden. Erstens, ich benutze die Sniper Turrets falsch. Und zweitens, es gibt ein Sniper Gewehr. Da müssen wir mal gucken, wo wir denn einen. Haben wir denn mehr Waffen oder wo ist das denn drunter? Keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Da ist der Flammenwerfer, jo, okay. Wir können einfach mal oben Snipper eingeben. Ah. Military 3, da kriegen wir das Sniper Rifle. Hm. Dazu bräuchten wir Wissenschaftspakete für Militär. Die müssen wir dann schnell mal machen, dann könnte man das sogar. Weil das könnte man hinkriegen. Der 3. Was fehlt mir dafür noch? Gar nichts. Battle Equipment and. Aha. Jo, die haben wir ja schon. Was? Könnte ich doch schon vorher machen, oder? Band. Müssen wir gucken. Da, sondern hier. Battle Equipment, das sind doch die Dinger hier. Genau, da brauchen wir ja bloß. Das hatten wir ja schon mal irgendwie ein bisschen. Was haben wir davon? Gut, okay, also das könnten wir also in die Wege leiten, dass wir das Sniper Rifle kriegen und dann können wir selber mit dem Sniper Rifle quasi drauf wirken und brauchen die Türme gar nicht mehr, denn mir wurde gesagt, denn alles, was ich hier in diesem Modpack als Gegner habe, kann ich mit dem Sniper Turret ohne dass ich, oder Sniper Gewehr, ohne dass ich Gefahr laufe, erschossen zu werden, benutzen. Das nächste war, ich solle doch, oder ich könne doch mein Logistiksystem einfach so weit erweitern, dass die hier immer oben an den Sand rankommen. Das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Die Idee. Ich glaube, da brauche ich auch bloß den gelben Bereich erweitern, ne? Mal, wir gucken mal, wo ist denn hier, wo war denn das? Das war hier, nee. Da, nee. Ah, da. Könnt ihr noch 5 Stück von machen. Dann machen wir erstmal 3 Stück davon. So, die lasst dann erstmal herstellen hier unten in der Hosentasche. Das sollte nicht weiter schlimm sein. Wir gehen jetzt mal ganz kurz nach oben und werden dann mal schnell eine kleine Prozessorenfabrik stellen, die wir dann schnell mal mit den. Achso, warte mal, da können wir den Titan noch mitnehmen, was wir jetzt schon haben. Da komme ich gerade durch. Warte mal, hier mal, darf ich mal hier, darf ich nicht mal. Wird voll. Naja, gut. Das muss dann auch mal irgendeiner entsorgen. Aber das kriegen wir schon hin. Was ist denn hier los? Geht's hier nicht weiter? Was ist denn da los? Schloss. Ach, es läuft noch nicht so lange. Naja, gut, egal. So, gut, dann lassen wir das erstmal so. Wir wollen uns ja nicht stundenlang wundern. Dann gehen wir da mal ganz kurz hoch hier. So, hier rüber, da rum. Wo müssen wir denn da hin? Einmal hier quer durch, ne? Durch die ganze Hütte. Damit ich das Titan dann erstmal auch aus der Hosentasche loskriege. Mein Kupferproblem wurde noch beschrieben, dass das daran liegt, dass sich da unten ein Steinchen vom Band runter sammelt. Das stimmt soweit, da hat man recht. Das tue ich und das tue ich leider immer noch. Ich glaube, jetzt muss ich jetzt gerade nicht mehr eigentlich. Momentan ist es aber wirklich, dass ich zu wenig Slackstory habe. Ich müsste vielleicht mal durchgucken, wo daran das liegt, dass ich zu wenig Slackstory habe. Es könnte sein, dass da schon wieder irgendein Problem vor. So. Johnny, das hilft ja gar nichts, hier gegen den Wind zu rennen. So, ich wollte jetzt eigentlich hier hinten hin. Und dort brauchen wir für die Prozessoren erstmal viel Fabriken. Das sollte nicht weiter schlimm sein. Dann können wir erstmal hier einen setzen. Eins. Muss denn ein Anschluss und ein paar Förderbänder mit. So, gucken wir mal, wenn wir wollen herstellen, Prozessor. So, brauchen wir rote Chips, Dinger, die Dinge und die Dinge. So, okay, also, erstmal brauchen wir die Dinger. Dingers brauchen. Wir brauchen Dinge. Dinge tun, Sachen machen uns gut für den Rücken, hat mal ein Tanta YouTube. So. Ist ja jetzt ein bisschen ungerade hier gebaut worden. Wer macht denn sowas wieder? Naja, gut. Schade. So, gut. Dann legen wir die schon mal hier rein. Dann können wir hier schon mal 50 davon reinlegen. Und 50 davon reinlegen.
Und dann drehen wir das mal so hin. Hier sagen wir, du machst das gleiche. Du auch, du auch. Halt. Falschen Knopf gedrückt. So, und dann kriegen wir hier mal ein Röhrchen zwischen. Röhrchen hier, ein Röhrchen da. Dann ein Knick. Ein Knickrohr. Warte mal, wo ist denn hier? Irgendwo ist doch hier schon mal. Da. So haben wir durchaus die Möglichkeit, an Schwefelsäure zu kommen. Halt natürlich nicht bis darüber, macht aber nichts. Wir sind da ja nicht nachtragend. Das kriegen wir so hin. Dann haben wir da nämlich auch schon hier drin. Das drehen wir dann noch da dran. Und dann nehmen wir hier noch mal ein bisschen Titan. Oh, ich glaube, der Titan ist jetzt hier. Habe ich mich hier eingebaut. So. Und die roten Chips. Naja, gut, dann nehmen wir auch erstmal welche aus der roten Tasche. So. Nochmal 100 rein. Nochmal 100 rein. Wie sind wir da drin? 100. Hier 106 rein. So. Gut, dann geht es von hier jetzt erstmal in Kisten, weil ich die jetzt erstmal so zwischen den Dingen haben will und brauche erstmal noch ein Förderband, weil eigentlich möchte ich mir ein paar Fläschchen bloß herstellen, das werde ich dann unten machen in so eine Kreiselfabrik. Denke mal, dass das ganz gut laufen könnte. So, jetzt brauchen wir noch Strom hier, sagt er die ganze Zeit. Ist aber auch wieder, ne? Ohne Strom nichts los. So. Kann auch einen hin. Noch einen hin. So, jetzt habt ihr auch schon Schwimmlinge. So. Horn überall reinlegen. So, kann ich brauchen, das in. Oh, da brauche ich eine Menge von. Naja, das macht ihr erstmal nicht. Da rein. Da liegen schon 100 drin. Und hier waren schon ein paar 100 drin. Gut, dann. Brauchen wir jetzt Greiferarme. Die noch so dermaßen befüttern. Das steht natürlich jetzt ein zu weit ab, aber das liegt daran, dass da eigentlich ein zweites Förderband rein soll. Wo denn vielleicht eventuell das Titan und die roten Chips. Na gut. So geht das aber auch. So, und dann haben wir die ersten Prozessoren. Ha! Wir haben sie endlich. Ich bin ja wie ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Jetzt können wir nochmal ganz kurz gucken. Wir wollten die eigentlich haben, um. Was wollten wir machen damit? Wir wollten diese Flaschen herstellen. Wisst ihr schon? Nee. Die wollten wir herstellen, ne? Logistik Science Packs. Da braucht man nämlich irgendwo Chips bei. Da Carbonator? Nö, guck mal, haben wir was geändert? Wird dann ein Greifer? Universal Transport Engine, Automated Storage. Brauchten wir dann diese Chips? Okay. Dann bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo ich sie brauchte, aber man brauchte sie irgendwo. Gut, konstanter Kombinator und algorithmischer Kombinator soll man denn hier herstellen oder braucht man dafür? Ach, das hier. Nicht aufgemalt, ne? Dass man die dafür braucht. Komme ich denn da drauf? Wollte ich denn unbedingt diese Prozessoren machen? Ich immer noch etwas sprachlos. Na gut, okay. Ich wollte sie machen, jetzt habe ich sie. Irgendwo brauchte ich sie. Ich weiß nur nicht mehr wofür. Aber gut. Nehmen sie einfach mal mit und kann dadurch dann vielleicht eventuell irgendwann im Kopf das Problem lösen, was ich habe, wo ich sie brauchte. Ich hab schon mal 48 Stück. Das ist schon mal schön. So. Dann nehmen wir uns jetzt noch ein paar grüne mit. Na, grüne haben wir. Nehmen wir ein paar rote mit noch in hier oben. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Gib mir mal die Kiste her hier. Kiste. 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 Die nehme ich auch noch. Oh, da war nie eine Menge drin. Auch. Und hier auch noch. Gut. Okay, dann haben wir auch erstmal etliche rote Chips. So. Na. Dann können wir uns ja daran machen, vielleicht eventuell doch im kleinen Rahmen. Wird die doch eigentlich gemacht werden für die?
Bin ich ein bisschen baff, muss ich sagen. Oder brauchte ich die? Ich brauchte die Hightech da. Aber das für. Hier war das für. Irgendwo brauchte ich hier diese Chips. Irgend so ein paar. Hier brauche ich die. Und da brauche ich noch den Polished Ruby. Das war nämlich hier für mein. Bin ja immer noch. Genau, da brauchte ich die Hightech-Geschichte. Kann das sogar schon erforschen, ne? Kann ich das jetzt schon erforschen? Wieso? Was? Kann ich noch irgendwas vorher? Warte auch mal, das ist. Logistik. Ja, das muss ich ja jetzt nicht mehr alles so verstehen. Wir können jetzt erstmal hier noch ein paar Militärsachen machen. Eine Menge Militärsachen. Wenn wir Militärforschung machen würden, dann können wir hier die ganzen Produktionssachen machen. Sollte mir auch schon mal helfen bei dem anderen Zeug. Na gut, egal. Dann werden wir jetzt erstmal hier forschen. Da können jetzt noch ein paar Flaschen drauf gehen. Ich werde das denn doch nochmal hier zwischenlagern. Dann weiß ich wieder, wofür ich das. Und was ist euch ausgegangen? Wahrscheinlich ja. Titangelumpe, dann gebe ich hier nochmal ein bisschen was dazu. So. Dann brauche ich jetzt. Dann machen wir jetzt immer auf die Schnelle da unten die Militärdinger wieder. Dann machen wir doch ein bisschen Militärforschung. Müssen wir uns das Ganze mal zusammenmupsen, was wir dafür brauchen. Aber das machen wir da an unseren. Leinen reich. Das gut aus so einem, ne? So. Ja. So, noch was war. Ich sollte die Pumpen doch hinter den Tanks stellen. Genau. Da gehen wir noch mal ganz kurz hin. Damit wir vielleicht eventuell da das Slackstory-Problem nicht ganz so doll haben. Da fällt mir doch noch was ein. Aber manchmal muss man ja auch zweimal drüber nachdenken, was man einmal macht. Das. Wollte ich vielleicht auch öfter mal tun. Na egal. So. Lauf dich dann nicht wieder fest, mit meiner. So, wie sieht das hier aus? Braucht man, ne? Ne? Okay. Hier ist schon jede Menge von dem Zeug drin. Na gut, da müssen wir mal irgendwann wissen, wo was gebraucht. So, dann müssen wir hier mal runterlaufen mit. Einmal hier durch. Zack. Lasst mich durch. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Funktioniert ja eigentlich soweit. Aber es wurde gesagt, dass diese Dinger dahinter sollen. Also die Pumpen sollten den Platz tauschen. Wobei ich dann jetzt. Naja gut, ich weiß nicht. Also ich habe hier noch eine Pumpe, dann die da reinpumpt und hier eine, die rauspumpt. 80k hält da fleißig ein. Gut. Also wir können das hier mal einmal tauschen. Oder so gesagt. Hinter den Tank sollen die. So, wenn das so gesagt ist, dann machen wir das auch so. Da sind wir ja. Nur da hören wir ja. Sind wir ja auch gelehrig. So, dann hier. Jetzt natürlich ein paar Stellen ausbauen. Im Weg. Bümpchen. Ah, der Tank. Pumpe. Tank. Pümpchen, Pümpchen. So. Dann hier nochmal umdrehen. So. Tank. Tank. Pumpe. Und hier fehlt uns wahrscheinlich, hat uns wahrscheinlich die Pumpe gefehlt oder nur? Scheint aber zu laufen, ja. Gut, dann Pumpe. Düse. Tank. Pumpe, Düse, oder was. So, gut, dann hätten wir das hier erstmal. Gut. Hm.
Na gut. So, ja. Das Logistiksystem erweitern auf die Sandkisten da oben. Die muss ich dann zu Anbieterkisten noch umbauen. Oh, ich hoffe, die sind dann groß. Ich glaube ja, ne? Anbieterkisten haben noch, glaube ich, so eine Fassung von irgendwie einer Stahlkiste. Ich glaube, da stehen Stahlkisten dazwischen. So. Also, wie ich ihn falsch benutze, ich soll ihn einfach an den Rand des Machbaren stellen. Also, das ist ja fürchterlich. Ich soll ihn einfach so an den Rand der Erreichbarkeit stellen. Zack. Und dann kann ich ihn durchaus hier per Hand befüllen. Wo ist hier Befüllung? Funktion, da rein. Zack. Und der Lösung. Aber gut, bei einem Einzelnen ist das natürlich auch noch relativ schnell gemacht. So, dann haben wir schon wieder einen Inventarplatz voll eingesaut mit. Aber so soll man sie einsetzen. Und eigentlich reichen zwei für jede Gruppe aus, wurde gesagt. Und naja, gut. Werden wir uns mal dran halten, werden wir aber so versuchen. Sie haben ja hier erstmal genügend Sand zum Verbauen oder beziehungsweise Volks zum Verbauen. Da müssen da oben hin, in dem Bereich. Und hier unten ist quasi erstmal der erste anschließbare. Mal gucken, wie wir den da hinkriegen. Ob wir ihn da überhaupt bauen können. Können wir ihn natürlich nicht bauen. Aber wir könnten ihn hier reinbauen. Da sogar gleich Strom. So. Dann ist das schon mal ein bisschen was. Das ist jetzt alles ein bisschen krumm und schief. Und dann reicht schon der nächste, reicht schon aus. Und dann sind wir schon da oben, wo wir hinwollen. So. Gehen mit den Brettern los. Da kein Strom. Da kriegt er die Kisten hinten nicht mehr. Gut, dann, ach, dann haben wir noch Strommast dafür extra hin. Hier ist ja kein Problem. So. Strommast. Sehr schön. So. Gut. Und dann machen wir hier oben raus Anbieterkisten. Zwei habe ich noch. Und dann können wir mal gucken, kann ich noch ein paar machen. Wo sind sie denn hingekommen hier? Anbieterkisten. Ich glaube, 6 Stück reichen dann. 2 habe ich ja schon. Na, jetzt habe ich ja. Oh, da passt sogar mehr rein. So, und dann kann ich hier oben immer den Sand anbieten. Und die Robos können sich das dann holen von da oben. So, was war denn jetzt hier? Warum sind die Bretter hier jetzt auf der einen Seite nur noch vorhanden? Wir haben keinen Nafta mehr, weil wieder irgendwas voll gelaufen. Tanks sind leer. Tank ist aber auch leer. Warum produziert ihr keinen Nafta mehr? Was ist los? So, hier haben wir Dampf und da, das haben wir auch. Fasern hätten wir auch da. Gut. Was fehlt dir? Du kriegst dein Rohöl nicht weg. Das soll dann hier rein. Da liegt hier noch Rohöl an und ihr kriegt euer das raffinierte Öl hier weg. Ach, das ist es. Der Tank ist voll. Alles klar, hier kommen wir. Momentchen bitte. Wir machen da mal ganz kurz einen kurzen Prozess. Wo haben wir denn hier? Da haben wir noch einen kurzen Prozessor. So. So, auch noch einen kleinen Mast hier hin. Und dann kriegst du hier gesagt, dass du natürlich halt Shift Emil den kurzen Offset hast. Und dann kannst du hier dieses Förderband vorlegen. So, das scheint dir ja sehr gut zu gelingen. Dann kann das hier weiter prozessiert werden. Müssen wir hier noch einen Tank dazwischen klemmen. Liquid Fuel. Sehr ernst effektiv anscheinend hier, ne? Mach mir mal eine Kiste hier ans Ende hin. Habe ich Birner? Naja, gut. So, dann sammel du mal hier ein bisschen ab. So. Gut, die Kiste ist auch ratzfatz voll, ne? Macht aber nichts. Das Zeug nehmen wir einfach mal mit. Dann machen wir hier noch ein paar so eine Generatoren hin. Nehmen wir den auch mal, ne? Nehmen wir das Zeug erstmal mit. Und schmeißen das dann. Ach, komm, ich schmeiß das Ding da oben einfach mal zum Fraß vor. Wie du von.
schade, aber macht das mal. Kann ich hier erstmal 20 ablegen. Kohle kann ich ja da erst wieder reinlegen. Hier noch 20 abgelegt. So, gut. Schon den Brennstoff da versauen. So, und dann nehmen wir das mit 182 Blöcke und dann nehme ich unten mal was so reinschmeißen kann jetzt mit Steuerung, wenn die Kohlen kriege, das kann möglich sein, ne? Wie funktioniert denn das? Funktioniert das hier? Warte mal. Überhaupt nicht. Oh, wie eigentlich sonst so schön in der Tasche hier? Carbon. Egal. Man muss nicht alles wissen. So, gut. Dann werden wir hier jetzt ganz kurz mal den Austausch vornehmen. Aber es sammelt sich auch schon wieder Kohle an hier. Wir müssen dann also irgendwann oben die Haltung doch wieder in beziehungsweise den Tifu, der ein Flipflop ist, gekehrt. Nee, doch genau den müssen wir dann dahin bauen. Damit hier wieder mal ein bisschen Kohle verbrannt wird, weil es ist gar nicht mehr so wenig, was hier in dem Druckbehälter drin ist. Unbeachtlich. Hier wieder ansammelt. Und erzählt nicht, ich mach Faxen. Ah. Gut. So. Gut, jetzt haben wir hier ein bisschen den Durchschnitt ein bisschen umversaut, anversaut. Ist der Durchschnitt überhaupt? Der Durchschnitt beträgt fast 1000. Deswegen cool, da verheizt sich dann noch ganz gut. So, nee, da braucht man nicht drauf rumrennen. Hier das mit den Äckern, wie funktioniert das eigentlich jetzt wieder? Ah ja, da ist ein Rubber ist auch entstanden, ne? Voll, okay, das ist jetzt auch nicht so viel gewesen. Der Tank fühlt sich nicht, der Tank fühlt sich auch fast nicht. Naja, gut, okay, aber es läuft ein bisschen. Durchaus auch für uns. Gut, wir wollen uns ein paar Militärbuddeln herstellen, damit wir dann da die Militärforschung mit anmachen können. Das heißt, wir brauchen ein paar Fabriken, die uns jetzt ein bisschen was herstellen dafür und wir dann irgendwo hier erstmal reinplatzieren und mal gucken, was dann passiert. Hier ist halt ein Mortar drin, okay. Dann haben wir hier einen großen Bereich, der sieht erstmal gar nicht schlecht aus, den wir dafür nutzen können. So. Machen wir uns erstmal aus unseren blauen Fabriken solche Fabriken. Ein Stück kann ich machen, dann geht mir der Stahl aus. Ah ja, gut. So, gehen wir hoch. Lässt du mich durch. Diesmal lässt du mich nicht durch. So. Stahl hätten wir hier oben. Ah, da kann man ein bisschen was mitnehmen. So, und schon können wir hier aus den anderen neuen Fabriken auch noch vier rosa Fabriken machen, oder? Lila? Nee, das ist lila, ne? So. Dann gucken wir mal, was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen auf jeden Fall die Dinger. Da brauchen wir das Carbon für und Basic Circuit Board. Na, das finde ich wieder schlimm. Da brauchen wir grüne Schaltkreise und Carbon für. Ne? Und Carbon abzapfen. Ich glaube, ich muss mir doch nochmal die Tasche voll mit Carbon legen. So, habe ich jetzt Kunststoff mit eingesammelt? Wahrscheinlich schon, ne? So. Also wir brauchen öfter mal Carbon in der ganzen Geschichte. Das braucht eigentlich fast jede Fabrik. Das heißt, wir brauchen eine Fabrik, die uns erstmal das erste macht. Du machst mir da. Dafür brauchst du das und das. Du hast erstmal eine Kiste hin hier. Ja. Und die Fabrik kommt dahinter. Ja. Denn die macht
Ass. So. Das heißt, du legst erstmal von da nach da. Legst so raus. Kiste brauchen wir erstmal nicht. Wozu aus dieser Kiste? So, dann brauchen wir die Dinger. Warte mal ganz kurz. Ne, doch, Carbon muss ich ja hier irgendwie zentral lagern. Brauchst du hier auch nochmal Carbon, wenn du... Auch nochmal Carbon. Na, das ist ja ein Ding. Dann musst du auch Zugriff auf diese Carbon-Kiste haben. Okay, gut. Hast du. So, du kriegst also Zugriff auf die Carbon-Kiste. Nochmal Carbon rein, ja. So. Dann legen wir schon mal auch davon 200 rein, davon 200 rein und davon 200. Gut. Du brauchst auch das, damit du dann, achso, macht ja alle diese Waste-Products hier noch, ne? Die muss ich dir noch irgendwo ablagern. Na gut, das kriegen wir hin. So, und das geht dann direkt hier rein, damit dort dann das dringend aus wird. Gut. Du darfst dahin legen. Du musst dahin legen. Ist das hier erstmal schon soweit gut? Dann brauchen wir die Müllkiste. Irgendwo, wo ihr alle euren Müll hinlegen könnt. Kritisch. Der Krit. Ja, das ist Krit. Ich glaub so nicht. Müsste das doch mit Kisten zu. Damit sich da der Müll immer drin ist zwischendurch. So. Und so. Du legst dann endgültig hier hin. So. Du nimmst von da und legst noch da. Du machst das, du machst das, du machst das, du machst das. Das sollte dann doch schon mal hier. Warum habe ich immer noch. Das sollte doch hier schon mal für Spaß sorgen. Da kann hier durchaus was passieren. So, dann bleibt immer ein bisschen Müll über. Den Müll müssen wir dann mal entsorgen. So. Dann brauchen wir das da. Was wir dann zu dem mit um. Ne? Hier. Brauchen wir also auch zwei Fabriken hier. Bitte so. Die dann sich so zuarbeiten können. Und eine Ressourcenkiste und eine. Noch Kisten. Oh, ich dachte, wir keine Kisten mehr hätten. Gut, dann. Du da rausnehmen, da rausnehmen. Da rausnehmen, da rauslegen. Und hier rauslegen. So. Das Ganze verstromen wir gleich. So. Dann machst du nämlich die Dinger. Und du machst dann die Dinger. So. Dann haben wir hier noch eine Fabrik hin. Also, du machst dann die Buddeln und holst dir von. Kann man mehr? Sachen passieren. So. Was brauchst du? Du brauchst Ingmar Plates und Breastplates. Breastplates. Ich glaube ich sogar da. Ich habe sogar ein paar Inverplates da. So, guck an, läuft doch wie geschnitten Brot hier. So, dann gucken wir noch mal unten, ob wir da noch ein bisschen Inverplates hergestellt haben. Puh. So. Inverplate. Breastplate. So, gut, was brauchst du noch? Du brauchst dann noch Stahlträger dazu. Okay, Momentchen. So, da ist auch Stahlträger dazu. So kann das abgehen hier. So. Gut, dann machst du folgendes und du machst folgendes und du machst folgendes. So. Du legst hier rein. Du nimmst von dort. Nimmst von dort. Und du nimmst von dort und legst nach da. Her, das Ding hier, was du jetzt da schon hingeschmissen hast. Und schon haben wir hier
das, was wir brauchen am Ende. Mal ein bisschen euch raus. So. Zur Verabschiedung noch einen Schluck aus, aus dem Glas genommen. Lecker Himbeerbrause, kann ich sehr empfehlen. Hat auch fast keine Kalorien, das ist eine Sache. Denn ich will abnehmen. Gut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Wir haben jetzt wieder ein paar Military-Buddeln gemacht. Die werden wir natürlich dann auch, wenn wir dann dementsprechend haben, benutzen, um... Was ist denn hier ausgegangen? Ach, das Carbon ist schon alle. Ja, das ist ja toll. Ich werde mal um mich hinstellen, ein bisschen Carbon sammeln. Wir sehen uns wieder, wenn ich dann so 200, 300 Carbon habe, die ich dann da unten reinlegen kann. Und... Ich werde mich hier hinstellen, ne? Warte mal, kann ich doch oben nicht vom Viererband, da kann ich auch richtig was runterholen. Einmal F gedrückt. Laufen wir einmal hoch. Und machen hier einmal das Band leer, damit er mal so richtig die Produktion wieder was loslegen kann. Und ich verabschiede mich während der eine Folge Factorio hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Natürlich auch weiterhin über Kommentare, die mir dabei zum großen Teil mithelfen, hier einigermaßen gut über die Runden zu kommen, beziehungsweise auch, naja, einigermaßen gutes Gameplay abzuliefern. Ich habe auch ein Lob bekommen dafür, dass es eigentlich ganz gut läuft hier schon bei mir. Ich habe auch bei einem Konkurrenten mal reingeguckt. Einem gar nicht mal so kleinen Konkurrenten, der auch dieses Modpack spielt. Und ja, da musste ich eigentlich auch feststellen, der hat genauso viel Folgen wie ich und macht zwischendurch noch Phasen, wo er das mit ein bisschen schneller laufen lässt. Vielleicht wisst ihr, wen ich meine. Der ist auch nicht weiter, quasi. Also bei dem sieht das ordentlicher aus. Der hat die ganze Metallstrukturierung, also wie das ganze Metall hergestellt wird. Das sieht durchaus ordentlicher aus bei ihm, aber viel weiter ist er. Also von daher... Das habe ich jetzt so als Referenz mal für mich genommen, um zu sagen, hey, du bist gut, du bist nicht gut oder nicht du bist gut, du bist nicht gut, sondern eher so als Referenz genommen zwischen wie weit ist er, wie weit bist du, hinkst du weit hinterher. Ja, also selbst ich brauche bei Factorio, bei Vanilla brauche ich immer ziemlich lange, mache da auch keine Speedruns dazu, ich möchte mir das schön in Ruhe alles angucken. Habt auch keine Schmerzen mit, wenn er jetzt so irgendwie was mal wirklich wesentlich länger dauert, weil, warum? Würde es mich ärgern, ne? Soll ja Spaß machen, das Spiel. Ich will mich da nicht selbstständig auf Druck setzen. Bitte. So. Ich will hier noch ein paar davon reinlegen und mal zwei davon und nochmal zwei davon. Und dann denke ich mir mal, sollte hier jetzt die Military-Flash in Produktion richtig gut in Gange sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.